Buchlinge, willkommen zum zweiten Teil meines Hörmonats bzw. Lesemonats. In der zweiten Monatshälfte habe ich 4 Geschichten beendet, von denen ich euch nun erzählen möchte. Und zwar handelt es sich bei Hörbuch Nummer 1 um Stella von Takis Würer. Dieses Hörbuch wurde mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Hörbuch Nummer 2 ist Der Report der Markt von Margaret Atwood. Übrigens handelt es sich bei diesen 2 Hörbüchern wieder um Titel, die ich im Rahmen eines Online-Buchclubs gehört habe. Infos zum Buchclub findet ihr unten in der Infobox. Hörbuch Nummer 3 ist Fische, die auf Bäume klettern von Sebastian Fitzek. Auch dieses Hörbuch wurde mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Und zum Schluss habe ich ein Buch beendet, und zwar Morgen irgendwo am Meer von Adriana Popescu. Peinlich erwartet euch unten in der Infobox wieder ein Inhaltsverzeichnis, war aber dennoch, dass ihr Zeit und Lust habt, die ganze Podcast-Folge zu hören. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls viel Spaß bei der Podcast-Folge. Stella von Takis Würer erzählt die Geschichte von Friedrich, der während des Zweiten Weltkriegs nach Berlin kommt. Dort lernt er Christine kennen, die ihm das Berliner Nachtleben näher bringt oder zumindest die Stellen des Berliner Nachtlebens, die noch existieren. Doch eines Tages steht Christine vor seiner Tür und erzählt ihm, dass sie gar nicht Christine heißt, sondern Stella ist und Jüdin ist. Wir springen jetzt in die Hörprobe. In einem Raum, der nach Ölfarben roch, saßen 5 Menschen an Staffeleien und zeichneten. Ich verharrte einen Moment in der Tür und schaute nach vorn. In der Ecke stand ein Kachelofen, der wegen der Kohlenknappheit kalt blieb. Mein Atem kondensierte zu Wolken. Auf den stumpfen Dielen sah ich graue Farbkleckser von den Versuchen anderer Menschen, in diesem Raum Wirklichkeit einzufangen. Die Dielen knarzten, aber niemand schaute zu mir. Ich behielt meinen Mantel an, als ich mich an eine leere Staffelei setzte. Meine Fingerspitzen waren taub. Ich hauchte sie an, mir wurde warm im Gesicht trotz der Kälte. Alle schauten nach vorn. Der Pelz, auf dem sie lag, war dunkel und zu kostbar für einen Raum in dieser Zeichenschule und für die Zeit, in der wir lebten. Die Frau lag auf der Seite, stützte mit einer Hand ihr Kinn und schaute an allen vorbei in die Leere des Raumes. Ab und zu hustete sie. Ich schaute sie an, wie ihr Haar fiel, welche Linie sich zwischen ihrer Schulter und ihren breiten Hüftknochen gegen die dunkel gestrichene Wand abzeichnete, wie ihre Haut das Licht einfing. Sie war ein wenig runder als das Schönheitsideal, vor allem an den Knien. Ich dachte an ein Gemälde von Peter Paul Rubens, an die nackte Frau darauf. Ich hatte es als Junge mit Mutter im Louvre gesehen, den Titel hatte ich vergessen. Einmal lächelte die Frau auf dem Pelz für einen Moment. Ich konnte die Lücke zwischen ihren Schneidezähnen erkennen. Aber ihr Gesicht würde lächelnd auf einem Bild nicht richtig aussehen. Dieses Gesicht würde am schönsten sein, wenn die Frau weinte. Neben mir an den anderen Staffeleien saßen die Schüler und zeichneten. Die Kohle schmolz in meinen Fingern. Kurz kniff ich ein Auge zu und versuchte, die Frau als Form und Fläche anzuschauen. Ich mochte ihre kleine Nase. Ich versuchte mich zu erinnern, wie das funktionierte, zeichnen. Nach ein paar Momenten schaute ich sie einfach an. Meine Narbe verbarg ich hinter der Staffelei. Am Ende der Stunde erhob sie sich und nahm ein Baumwolltuch, das ein Mann ihr hinhielt. Sie wickelte sich nicht darin ein, sondern faltete es und legte es sich über den Arm. Sie ging nackt aus dem Zimmer. Ich rollte den leeren Bogen in Gresspapier zusammen und steckte ihn in meinen Rucksack. Später stand die Frau draußen, nun angezogen und war umringt von 3 Männern, die scherzten und dabei laut waren. Sie rauchte und schaute auf die andere Straßenseite. Ich nickte zum Abschied. Sie sah mich nicht. Der Wind blies durch meinen Mantel und störte mich kaum, als ich zur Bushaltestelle ging. Es begann wieder in feinen Flocken zu schneien. Auf dem Weg sah ich an einer Hauswand ein Plakat. Darauf war eine hellhaarige Frau zu sehen, von der ich glaubte, sie würde dem Mädchen aus der Zeichenschule ähneln. Auf dem Plakat stand: Die deutsche Frau raucht nicht, die deutsche Frau trinkt nicht und die deutsche Frau schminkt sich nicht. Fall 1. Frau Steiner mit 4 Kindern. Frau Katz mit 2 Kindern. Frau Gelbart mit 1 Kind. Frau Herschendörfer mit 1 Kind. Zeuginnen. Erstens Gerda Kachel. Zweitens Elli Lefkowitsch. Die Zeuginnen Gerda Kachel und Elli Lefkowitsch
waren zusammen mit der Angeschuldigten bei der Firma Siemens beschäftigt, lebten jedoch illegal. Sie hielten sich tagsüber bei Aaron Pzewoczyk in der Schönhauser Allee 152 auf. Sie begaben sich in die Lothringer Straße 24 bis 35, um eine Frau Steiner zu besuchen. Sie fanden die Wohnung versiegelt vor. Von dem schräg gegenüber wohnhaften Willi Israel erfuhren sie, dass die Angeschuldigte und Rolf Isaksson die Wohnung Steiner, in der zahlreiche illegal lebende Juden verkehrten, längere Zeit beobachtet hätten. Eines Tages habe die geheime Staatspolizei in Anwesenheit der Angeschuldigten und Rolf Isaksons folgende Juden aus der Wohnung abgeholt: Frau Steiner mit 4 Kindern, Frau Katz mit 2 Kindern, Frau Gelbert mit 1 Kind, Frau Herschendörfer mit 1 Kind. Diese Personen wurden nach Auschwitz deportiert. Als die Zeugin Kachel kurz darauf selbst in Auschwitz eintraf und sich dort nach ihnen erkundigte, erfuhr sie, dass bereits alle vergast worden waren. Buchlinge, das Tolle an der Hörprobe ist, dass beide Handlungsstränge der Geschichte vorkommen. Häufig ist es ja bei Hörproben so, dass dann mit viel Pech nur einer der beiden Handlungsstränge vorkommt, man aber irgendwie in der Beschreibung liest, dass es zwei Sprecher gibt und man sich dann halt fragt, ob der zweite Sprecher oder die zweite Sprecherin einem auch liegt. Kommen wir nun aber zum Inhalt, und es fällt mir wirklich schwer, den Inhalt irgendwie einigermaßen spoilerfrei zusammenzufassen. Und deswegen beginne ich jetzt einfach mal mit dem Hauptproblem des ganzen Romans. Friedrich lernt ja Stella kennen, und das Problem ist einfach, dass Stella eine reale Person ist. Das heißt, Stella hat es wirklich gegeben. Sie lebte als Jüdin illegal in Deutschland, wurde dann aber ja quasi überführt und als Greiferin abgeworben. Das heißt, sie musste andere Juden verraten, um ihr eigenes Leben zu retten. Und der Verrat der Juden hat dafür gesorgt, dass die natürlich sofort im KZ gelandet sind, also im Konzentrationslager. Wobei, wie wir in den Protokollen herausfinden, es auch manche gab, die es trotzdem noch geschafft haben, unterzutauchen oder eben auch das Konzentrationslager überlebt haben. Über dieses Buch wird auch in den Zeitungen sehr viel diskutiert, einfach weil man hier eine reale Person nimmt und sie fast als Protagonistin einer fiktiven Geschichte nimmt. Kritik beruht irgendwie darauf, dass man sagt, dass Stella hier nicht gut dargestellt ist. Wobei ich finde, dass Tari Spörer gut versucht hat, diese zwei Seiten von Stella herauszuarbeiten und Stella nicht ausschließlich als die in Anführungsstrichen böse darzustellen, sondern zu zeigen, dass es immer einen Grund hat, warum ein Mensch so handelt, wie er eben handelt. Und im Handlungsstrang mit Friedrich erleben wir eben Stella als ja eine Frau, die Träume hat und jetzt irgendwie muss, als Jüdin in Anführungsstrichen abgestempelt zu werden. Sie sagt in dem Buch zum Beispiel, dass sie mit ihrem jüdischen Glauben irgendwie nichts am Hut hat und sich auch nicht als in Anführungsstrichen Jüdin fühlt. Aber die Nazis kommen jetzt halt daher und sagen so, du bist Jüdin, du musst jetzt damit leben. Und ja, sie kann sich irgendwie mit diesem Jude sein, ich hoffe, ich kann das jetzt so sagen, überhaupt nicht identifizieren. Und das fand ich halt schon krass, dass es einfach nur jemand von außen kommen muss und dir eine Rolle zuschreiben muss und du irgendwie, ja, dem nicht in Anführungsstrichen entkommen kannst. Zwiespalt von ihr, also zum einen eben in Anführungsstrichen normal sein zu wollen, aber müssen, dass sie einfach nicht mithalten kann und dass viele sie eben in Anführungsstrichen nur als Jüdin sehen, ja, fand ich schon echt schwer. Und ich merke irgendwie, ich rede mich jedes Mal in so eine schräge Ecke, das ist voll schlimm. Ich habe diesen Track jetzt schon so oft neu aufgenommen, war irgendwie nie damit zufrieden, was ich über das Hörbuch erzählt habe. Ja, deswegen hoffe ich, ich werde jetzt der Geschichte einigermaßen gerecht. Was ich halt schwierig fand, ist einfach dieser Aspekt, dass man Stella als reale Protagonistin genommen hat. Also ich glaube, Tari Spörer hätte es sich hier einfach deutlich einfacher gemacht, wenn er dieselbe Geschichte genommen hätte, aber halt wirklich nur fiktive Charaktere, weil ich finde, für das, was er erzählen wollte, er hätte es einfach keine reale Person gebraucht, sondern es hätte ausgereicht, wenn man sich irgendwie, ja, einfach einen fiktiven Protagonisten, in Anführungsstrichen, erfunden hätte, der eben auch Greifer oder Greiferin war und, ja, eben dieselbe Geschichte hatte wie Stella. Ihr merkt, ich fange irgendwie immer noch an zu stammeln.
Das Traurige, finde ich, ist, dass die eigentliche Geschichte, nämlich dieses Doppelleben, was Della führen musste, finde ich, so in den Hintergrund rückt, weil diese Debatte im Vordergrund, also wie man mit Della als realer Person in einer fiktiven Geschichte umgeht, irgendwie wirklich im Vordergrund steht. Und da geht halt so diese eigentliche Geschichte ja verloren. Und ich hätte wirklich gerne gewusst, ob das Buch trotzdem viel Aufmerksamkeit bekommen hätte, wenn Tarkis Bürger hier nicht eine reale Person genommen hätte, sondern quasi dieselbe Geschichte nur mit einer fiktiven Protagonistin erzählt hätte oder einem fiktiven Protagonisten. Kommen wir nur noch ganz kurz zu diesen Protokollen. Das Interessante ist, ich weiß nicht genau, wie das im Buch dargestellt wird, aber ich hatte den Eindruck, dass die Protokolle immer am Ende oder am Anfang eines neuen Kapitels kommen. Und das Erschreckende finde ich einfach, es sind so viele Protokolle, die einfach nochmal zeigen, wie viele Leute wirklich ja überführt, verraten wurden und aufgrund von Stellas Arbeit wirklich im KZ gelandet sind. Und es hat mich immer so ein bisschen gefreut, wenn am Anfang des Protokolls irgendwie geschildert wurde, um wen es geht, und dann die Leute, über die ja am Anfang geschrieben wurde, als Zeugen geladen sind, weil mir das gezeigt hat, dass sie es irgendwie entweder das Lager überlebt haben oder eben gar nicht ins Lager gekommen sind, weil sie es noch geschafft haben, vorher irgendwie unterzutauchen. Ihr merkt, ich bin irgendwie noch ein bisschen unschlüssig, was ich von Stella halten soll, weil auf der einen Seite die Geschichte wirklich, finde ich, packend war, aber mich auf der anderen Seite eben diese reale Person in der Geschichte wirklich stört, weil ich nicht einschätzen kann, inwiefern sie gut und treffend dargestellt wird, ja, und inwiefern man sie einfach benutzt, um die Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, der Unterschied wird deutlich. Und ich finde es halt schade, weil Tarkis Bürger, finde ich, schon sehr viel Talent mit sich bringt. Also er hat tolle sprachliche Bilder, einen tollen Schreibstil und er hat es dafür gesorgt, dass ich das Hörbuch quasi in einem Rutsch durchgehört habe. Kommen wir zum Schluss noch zu den Sprechern. Der Handlungsstrang von Friedrich und Stella wird von Robert Stadlober interpretiert und die Protokolle werden von Valerie Ceplanova gelesen. Beide Sprecher sind hier eine sehr gute Besetzung. Zum einen eben Robert Stadlober, der Friedrich als Ich-Erzähler sehr, sehr gut interpretiert und so Friedrichs Naivität herausarbeitet, wobei ich ewig gebraucht habe, um zu verstehen, dass Friedrich wirklich sehr, sehr naiv ist. Und zum anderen eben Valerie Ceplanova, die ja die Protokolle liest, was ja sozusagen ein Sachtext ist und dieses Nüchterne auch mitbringt, was dann im Vergleich zu Robert Stadlober wirklich eine gute Ergänzung war. Kommen wir zum Schluss noch zu den Eckdaten. Das Hörbuch Stella von Tarkis Bürger ist als ungekürzte Lesung bei Random House Audio erschienen. Es lesen Robert Stadlober und Valerie Ceplanova. Das Hörbuch hat eine Laufzeit von ca. 5 Stunden und kostet in Deutschland 20 Euro. Kommen wir nun zu unserer zweiten Buchclub-Lektüre, und zwar dem Hörbuch Der Reporter Markt von Margaret Atwood. Hier geht es um Desiree, die einer höhergestellten Familie in einer dystopischen Welt zugeordnet ist und als sogenannte Zwangsleihmutter dienen muss. Wir springen jetzt erstmal in die Hörprobe. Entschuldigen Sie, sagt der Dolmetscher außerordentlich höflich zu uns beiden. Sie fragen, ob Sie sie fotografieren dürfen. Ich schaue zu Boden, auf den Bürgersteig und schüttle den Kopf. Nein, Sie dürfen jetzt nur die weißen Flügel von mir sehen, ein Stückchen von meinem Gesicht, mein Kinn und einen Teil meines Mundes, nicht die Augen. Ich hüte mich, dem Dolmetscher ins Gesicht zu sehen. Die meisten Dolmetscher sind Augen, so heißt es jedenfalls. Ich hüte mich auch, Ja zu sagen. Bescheiden sein ist unsichtbar sein, pflegte Tante Lydia zu sagen. Vergesst das nie. Gesehen werden, bedeutet, und hier zitterte ihre Stimme, penetriert zu werden. Und ihr, Mädels, müsst undurchdringlich, unpenetrierbar sein. Sie redete uns mit Mädels an. Auch Desglen neben mir schweigt. Sie hat ihre rot behandschuhten Hände in die Ärmel geschoben, um sie zu verbergen. Der Dolmetscher wendet sich wieder der Gruppe zu und redet staccatohaft auf sie ein. Ich weiß, was er ihnen jetzt sagen wird. Ich kenne die Sprachregelung. Er erzählt ihnen, dass die Frauen hier andere Sitten gewohnt sind und dass es für sie dem Akt einer Vergewaltigung gleichkommt, durch die Linsen einer Kamera angestarrt zu werden. Ich schaue zu Boden, auf den Bürgersteig, wie hypnotisiert von den Füßen der Frauen. Eine von ihnen trägt offene Sandalen. Ihre Fußnägel sind rot lackiert.
Ich erinnere mich an den Geruch von Nagellack und daran, wie der Nagellack faltig wurde, wenn man die zweite Schicht zu schnell auftrug, an das seidige Entlangstreichen hauchdünner Strumpfhosen an der Haut und daran, wie die Zehen sich anfühlten, wenn sie vom Gewicht des ganzen Körpers zu der Öffnung vorn im Schuh hingeschoben wurden. Die Frau mit den lackierten Fußnägeln tritt von einem Fuß auf den anderen. Ich spüre ihre Schuhe an meinen Füßen. Der Geruch des Nagellacks hat mich hungrig gemacht. Entschuldigen Sie, sagte der Dolmetscher wieder, um unsere Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ich nicke, um zu zeigen, dass ich ihn gehört habe. Er fragt, ob Sie glücklich sind, sagt der Dolmetscher. Ich kann sie mir vorstellen, Ihre Neugier. Sind Sie glücklich? Wie können Sie glücklich sein? Ich spüre förmlich Ihre blanken, schwarzen Augen auf uns, ahne, wie sie sich ein wenig vorbeugen, um unsere Antworten zu verstehen, besonders die Frauen, aber auch die Männer. Wir sind geheim, verboten. Wir erregen sie. Desglen sagt nichts. Es herrscht Schweigen. Doch manchmal ist es ebenso gefährlich, nicht zu sprechen. Ja, wir sind sehr glücklich, murmle ich. Denn irgendetwas muss ich sagen. Und was kann ich anderes sagen? Buchlinge, dieses Hörbuch wird aus 3 Zeitsträngen erzählt. Und das fand ich für eine Dystopie ein sehr, sehr tolles Stilmittel. Wir erleben nämlich Jesuit zum einen eben in der Gegenwart, aber sie erinnert sich auch noch an Zeiten, als die Welt noch normal war und sie eben nicht in einer Diktatur gelebt hat. Und wir erleben sie auch in einer Umkonditionierungseinrichtung, nämlich einer Einrichtung, in der sie das Leben als Magd erlernt hat. Buchlinge, ich finde das Hörbuch faszinierend und verstörend zugleich und eigentlich quasi aus denselben Gründen. Denn ich finde das Gedankengut, was hier vermittelt wird, absolut schräg. Und es ist wirklich schwer zu sehen, dass es Leute in dieser Dystopie gibt, die voll hinter dieser Ideologie stehen, aber dann auf der anderen Seite das wird erleben zu müssen, die ja einerseits ja sich anpassen möchte, um nicht aufzufallen, aber andererseits wirklich danach strebt, so zu rebellieren und ihr altes Leben zurückzukriegen. Ja, und das tat mir irgendwie für sich als Protagonistin so leid, weil wir einfach merken, dass es für sie überhaupt kein Entkommen aus diesem System gibt. Das Gruselige finde ich hier auch, dass die Geschichte eigentlich in den 80ern geschrieben wurde, aber auf unsere heutige Zeit einfach immer noch zutrifft. Ich finde, die Autorin hat die Welt hier sehr gut aufgebaut und auch sehr viel Zeit damit verbracht, Desperate als Protagonistin einzuführen. Allerdings finde ich, dass das Ende ein bisschen zu kurz gekommen ist. Da hatte ich irgendwie den Eindruck, dass die Autorin schnell zum Schluss kommen muss. Und dann hat sie noch ein Stilmittel eingeführt, was ich auch sehr interessant fand, aber was halt auch, finde ich, ja einfach für ein schnelleres Ende gesorgt hat. Und ja, da hätte ich mir gerne ein anderes Ende gewünscht. Warum? Das kann ich jetzt nicht weiter ausführen. Das Hörbuch wird eigentlich von 2 Leuten gelesen. Ich gehe hier aber nur auf Vera Tils ein, da sie eine der Hauptsprecherinnen der Geschichte ist. Sofern es das Wort Hauptsprecherin überhaupt gibt, wahrscheinlich nicht. Sie hat die Geschichte unglaublich gut gelesen, weil sie Desperate als Protagonistin sehr, sehr gut transportiert hat und auch mit ihrer Interpretation dafür gesorgt hat, dass ich manchmal nicht wusste, an welcher Stelle Desperate die Wahrheit sagt und wo sie in einer Fantasiewelt abtaucht, einfach um das Leben vor Ort irgendwie sehr zu ertragen. Und sie hat Desperates, was für ein Zungenbrecher, Zwiespalt auch so gut herausgearbeitet. Auf der einen Seite auch so diesen Wunsch, gegen das System ankämpfen zu wollen, aber auf der anderen Seite auch, ja, einfach so diese Resignation, so zu wissen, okay, das wird jetzt wahrscheinlich der Rest meines Lebens so sein. Kommen wir nun noch zu den Eckdaten. Das Hörbuch Der Reportermarkt wurde von Hörbuch Hamburg als ungekürzte Lesung produziert. Es liest unter anderem Vera Tils. Das Hörbuch ist allerdings nur noch oder ausschließlich als Download erhältlich und kostet 24,95 Euro in Deutschland. Und das Hörbuch hat eine Laufzeit von ca. 700 Minuten. Buchlinge, an dieser Stelle muss ich mal anmerken, dass mein Hörmonat im April wirklich etwas knifflig war. Denn jetzt komme ich zum nächsten Titel.
ja, der mich einfach nicht wahnsinnig gemacht hat, aber eher so ein bisschen verzweifeln ließ. Und zwar ist es Fische, die auf Bäume klettern von Sebastian Fitzek. Hier schreibt er quasi, ja, im Grunde ist das Hörbuch eine Art Brief an seine Kinder. Und zwar gibt er ihnen wichtige Dinge mit, die sie für das Leben brauchen. Wir springen jetzt in die Hörprobe. Viele Menschen vergleichen das Leben mit einer einzigen langen Reise. Man bricht auf ins Ungewisse, Geburt. Man zieht durch fremde Welten, Leben im Allgemeinen, und man kehrt zurück, Tod. Dieser Vergleich greift aber im Grunde genommen zu kurz. Das Leben ist nicht eine Reise, sondern es besteht aus unglaublich vielen unterschiedlichen Reisen. Und meine These lautet, je mehr Reisen ihr erlebt, desto erfüllter und glücklicher ist euer Leben. Ihr merkt schon, mit Reisen meine ich nicht den All-Inclusive-Malle-Urlaub mit deutschsprachiger Reiseleitung und Barfuß-Ausdruckstanz am Strand. Reise ist eine Metapher und steht für alles im Leben, was euch in eine neue Erlebniswelt entführt. Ihr habt in eurem kurzen Leben schon einige Reisen in diesem Sinne absolviert. Jeder Tag war und ist für euch ein neues Abenteuer mit einer weiteren Herausforderung, der ihr euch stellt. Meist unter der Beobachtung eurer fürsorglichen Eltern, wenn sie nicht gerade auf ihr Smartphone starren. Aber das nimmt den ersten Krabbelversuchen, dem ersten Rutschen auf dem Spielplatz, den ersten Schritten in neue Gefilde, der ersten Tretroller-, Fahrrad-, Skateboard-Tour nicht den aufregenden Charakter des Aufbruchs in eine neue, unbekannte Welt. Das gilt im Kleinen für den ersten Sprung ins kalte Swimmingpool-Wasser beim Schwimmkurs, wie im Großen für eure Kita-Zeit, die ebenfalls eine Reise war. Sie endete mit dem Aufbruch in die Schulzeit. Die Reisen eures Lebens gehen ineinander über oder laufen parallel. Auch eine Freundschaft ist eine Reise in diesem Sinne. Sie beginnt mit dem zaghaften Annähern, den ersten Einladungen zum Geburtstag und währt hoffentlich über eine lange Zeit, während der ihr permanent in neue Welten aufbrechen werdet. In eure Ausbildung oder euer Studium, in eure Berufswelt, in eine Ehe oder Partnerschaft. Manche eurer Reisen sind mühselig, andere lehrreich und belebend. Sie führen euch durch unbekannte Regionen, bringen euch in entlegene, gefährliche Gegenden. Sehr oft werdet ihr entlohnt mit sagenhaften Erlebnissen, unvergesslichen Momenten. Ihr werdet Freunde finden, vielleicht sogar die Liebe, euch Feinde machen und Widersacher überwinden müssen. Und wir, eure Eltern, können euch nicht vor allen Lasten und Beschwerlichkeiten bewahren. Es wird uns nicht gelingen, alle Hindernisse für euch aus dem Weg zu räumen, und auf keinen Fall werden wir stellvertretend für euch das Glück empfinden können, endlich am Ziel der Träume angekommen zu sein. Die Wege müsst ihr selbst gehen. Wir können euch nur das nötige Rüstzeug mit auf den Weg geben, euch beim Kofferpacken helfen, damit ihr für die Reisen eures Lebens, für fast jede Situation, das passende Gepäckstück dabei habt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass sehr viele Geschichten im Kino, TV und in Büchern von Reisen handeln? Nemos Vater schwimmt durch den Ozean, um seinen Sohn zu finden. Jack springt auf die Titanic, um in die neue Welt zu schippern. Harry Potter steigt von Gleis 9¾ in den Zug nach Hogwarts. Wir lieben diese Geschichten, weil die Personen in ihnen stellvertretend für uns auf Reisen gehen und sich in Welten wagen, in die die meisten von uns niemals aufbrechen würden. Es ist ein wenig schizophren. Wir lieben es, fremde Welten zu erkunden, aber wir haben Angst, unsere gewohnte Umgebung zu verlassen. Ich habe als kleiner Junge zum Beispiel immer davon geträumt, ein Austauschjahr in den USA zu verbringen. Am Ende aber bin ich dem Ruf des Abenteuers nicht gefolgt, da ich ein zu großer Schisser war. Ich stellte Fragen wie, wird mir die Gastfamilie gefallen? Werde ich neue Freunde finden? Verliere ich meine Freunde zu Hause? Und was wird aus meiner Band? Ich spielte damals Schlagzeug. Was ist mit den Auftritten? Ruiniert das Austauschjahr am Ende meine internationale Popstar-Karriere, die, nebenbei bemerkt, schon damals so wahrscheinlich war, wie dass die Regierung alle Steuern abschafft? Im Unterschied zu einem fiktiven Helden entschied ich mich, die Reise nicht anzutreten und zu Hause zu bleiben. Meine Schüchternheit beraubte mich vermutlich eines sehr frühen Abenteuers, einer Reise, auf der ich Erinnerungen hätte sammeln können,
worauf es im Leben meiner Meinung nach ankommt. Es heißt oft, dass man am Ende seines Lebens nur die Dinge bereue, die man nicht ausprobiert hat. Das ist so verallgemeinert natürlich Blödsinn. Ich habe zum Beispiel niemals die Droge Krokodil ausprobiert oder an einem Käfigkampf teilgenommen und das werde ich vermutlich nie bereuen. Eine weitere Schwierigkeit dieser merkwürdigen Erfindung, die wir Leben nennen, ist also zu erkennen, welche Reise wir antreten wollen und welchen Ruf des Abenteuers wir ignorieren. Meine Faustregel hierfür lautet: Probiert im Leben so viel wie möglich aus, reist so viel es nur irgend geht, aber stellt euch bei allem, was ihr ausprobiert, folgende drei Fragen. Erstens, beschädigt es eure Gesundheit? Zweitens, kostet es euch die Freiheit? Drittens, schadet es jemand anderem? Sie hörten Fische, die auf Bäume klettern. Ein Kompass für das große Abenteuer namens Leben. Von Sebastian Fitzek. Gelesen vom Autor. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Buchlinge, ich merke, dass ich hier bei diesem Hörbuch schon ein bisschen an den Grundsatzfragen gescheitert bin. Und damit meine ich nicht die Fragen, die am Ende der Hörprobe auftauchen, sondern eher die Fragen, was es mit dem Entstehen, was es mit der Art des Hörbuchs auf sich hat. Und zwar ist das Hörbuch ja eigentlich für seine Kinder gedacht und dennoch habe ich mich gefragt, warum der Autor das Buch dann trotzdem quasi für alle zugänglich veröffentlicht hat. Dann gibt es in dem Hörbuch auch immer wieder Thesen oder Ansätze, die ich grundsätzlich zwar interessant finde, aber bei denen mir auch so ein bisschen die Differenzierung gefehlt hat. Ich komme gleich zu einem Beispiel. Und da habe ich mich halt auch gefragt, ob der Autor ja das einfach nicht bemerkt hat, dass das Thema, ja, dass seine Thesen auch so mehrere Seiten haben, oder ob er die Thesen nicht berücksichtigt hat, weil er mit dem Hörbuch ja seine Kinder direkt anspricht und weil die Differenzierung auf seine Kinder nicht zutrifft. Komme ich nun zu meinem Beispiel. Ich komme nun zu meinem Beispiel. Ja, Satzbau muss gelernt sein. Da rät er seinen Kindern, einen Job nicht des Geldes wegen zu wählen, sondern zu schauen, wo ja ihre Fähigkeiten liegen und dann zu schauen, wie man diese Fähigkeiten ja in einen Job umwandeln kann. Finde ich das einen sehr, sehr schönen Ansatz, weil es ja nichts Schlimmeres gibt, als irgendwie einen Job zu haben, der einen einfach unglücklich macht, aber bei dem man weiß, dass man dort jetzt den Rest seines Lebens arbeiten muss. Allerdings kann er das aus seiner Perspektive auch relativ leicht sagen, weil seinen Kindern geht es soweit gut, sie haben Eltern, die sie lieben und sie haben in dem Sinne keine Existenzängste, aber es gibt auch einfach Kinder bzw. junge Erwachsene auf der Welt, für die es nichts wichtiger ist, so schnell wie möglich von ihrem Elternhaus wegzukommen. Und da bleibt dann einfach nicht viel Zeit, auf die eigenen Fähigkeiten zu achten, sondern dann, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass manche einfach den schnellstmöglichsten Ausbildungsplatz nehmen, der ihnen halt, ja, in die Quere kommt. Hauptsache, sie kommen erstmal von daheim weg. Dieses Beispiel ist sehr, sehr gut gewählt, weil seine Kinder müssen sich darüber ja keine Gedanken machen. Aber es gibt eben auch Leute auf der Welt, die für die dieser Punkt ja nicht so einfach ist. Und da musste ich einfach feststellen, dass es hier sehr, sehr viele Thesen und Ansätze gibt, bei denen ich immer so dachte, ja, aber, Punkt, 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 und mein Aber dann über mehrere Punkte hinausging. Und das fand ich irgendwie so schade. Und vielleicht war auch das der Grund, weswegen es mir so viel Mühe bereitet hat, dieses Hörbuch zu hören. Weil einerseits fand ich, ließ es sich wirklich gut hören, der Schreibstil ist gut, ist auch sehr gut verständlich, ohne jetzt große philosophische Ausschweifungen zu haben. Und auch Sebastian Fitzek als Interpret, ich weiß gar nicht, ob die Bezeichnung hier passt, weil er ist ja nicht Interpret, er liest ja einfach das, was er geschrieben hat, hier sehr gut folgen. Aber dieser Inhalt, ja, ich finde, also man kann das Hörbuch irgendwie zweierlei betrachten. Man kann es zum einen oberflächlich in einem Rutsch runterhören. Ich denke, dann kriegt man die Laufzeit von 5 Stunden ohne Probleme hin. Aber ich habe gemerkt, mir ist es zu wenig, weil dieses Hörbuch einfach so viel Inhalt mit sich bringt und ja, ich einfach mehr Zeit gebraucht habe, um über den Inhalt nachzudenken und wirklich so die Bedeutung, ja, der Thesen, der Ansätze zu erkennen.
Und das Schöne an dem Hörbuch ist, dass es einfach dazu einlädt, so die Thesen und Sachen, die hier geschrieben sind, eher zu hinterfragen und nicht alles stehen zu lassen. Und das betont der Autor auch immer wieder, dass sein Hörbuch jetzt keine Gebrauchsanweisung für das Leben ist. Und so hoffe ich einfach, dass es irgendwie Leute auf der Welt gibt, vielleicht Fans des Autors, die sich irgendwie nie mit solchen Themen, so wie gestalte ich mein Leben, beschäftigt hätten. Aber dadurch, dass der Autor eben darüber schreibt oder darüber redet, in dem Hörbuch jetzt zum Beispiel, hat er einen Zugang dazu bekommen. Kommen wir zum Schluss noch zu den Eckdaten. Das Hörbuch Fische, die auf Bäume klettern von Sebastian Fitzek, gelesen vom Autor, ist als gekürztes Hörbuch im Aaron Verlag erschienen. Das Hörbuch hat eine Laufzeit von ca. 5 Stunden und kostet in Deutschland 14,95 €. Buchlänge, das Beste kommt bekanntlich immer zum Schluss und so erzähle ich euch jetzt von meinem Monatshighlight und zwar war das Buch Morgen irgendwo am Meer von Adriana Popescu. In der Geschichte geht es um 4 Jugendliche, die mehr oder weniger freiwillig gemeinsam zu einem Roadtrip ans Meer aufbrechen. Wir haben auf der einen Seite Romy. Romy hat ihr Abi gerade erfolgreich bestanden, aber wir merken schnell, dass sie irgendwas belastet. Sie möchte am Ende des Sommers ein Praktikum antreten und will die Zeit bis dahin gerne mit ihrem Freund Julian verbringen. Julian macht gerade ein FSJ und hat das irgendwie als Lücke genutzt, ja, um sich vor der Frage zu drücken, wie es bei ihm beruflich weitergeht. Als Romy und Julian gerade Romys Abi-Abschluss feiern wollen, taucht plötzlich Konrad auf. Konrad bittet Romy, einen letzten gemeinsamen Sommer mit ihr zu verbringen, denn Konrad muss das Schuljahr wiederholen und ahnt, dass wenn Romy erstmal weg ist, sie auch so schnell nicht wiederkommen wird. Und wir und auch Julian merken schnell, dass Romy und Konrad offenbar etwas verbindet, aber wir haben alle noch keinen Plan, was es ist. Ja, Buchlinge, ihr könnt zählen und ihr wisst, einen Charakter habe ich jetzt ausgelassen, aber es wäre ja langweilig, wenn ich euch hier jetzt alle Charaktere vorstelle. Und ich bin schon sehr froh, dass ich es geschafft habe, dieses Dreiergespann irgendwie einigermaßen strukturiert vorzustellen. Also, was mir an diesem Buch gefallen hat, war die Verstrickung der Handlungsstränge. Wir merken sehr schnell, dass alle 4 Jugendliche ja ein Geheimnis haben, nicht ein gemeinsames Geheimnis. Die einzigen, die ein gemeinsames Geheimnis haben, sind wohl Romy und Konrad. Aber das wirkt sich schon auf die ganze Gruppe aus, denn Romy und Konrad wollen nicht, dass das, was sie verbindet, ja quasi ans Licht kommt. Und das sorgt natürlich für sehr viel Konfliktpotenzial, denn sie reagieren eben so, wie sie reagieren. Und gerade Julian zieht natürlich auch Schlüsse, die man nur ziehen kann, wenn man nicht die ganze Wahrheit der Geschichte kennt. Ganz interessant eben, wie die Handlungsstränge hier verstrickt sind, weil wir einfach Stück für Stück erfahren, was es mit jedem der hier vor uns liegenden Geheimnisse auf sich hat. Und zwar so, dass wir irgendwie ja einfach die Geschichte häppchenweise geliefert bekommen und irgendwie nicht halt auf einmal ja zu hören kriegen, aber auch nicht so, dass wir das Gefühl haben, mein Gott, jetzt komm doch endlich zum Punkt, ich will jetzt endlich das Geheimnis wissen. Also diesen Moment hatte ich zwar schon, aber da musste ich ja nur weiterlesen und dann habe ich ja die nächste Spur bekommen. Und neben der gut verstrickten Handlung mochte ich eben auch die Charaktere sehr. In dieser Geschichte ist es ein bisschen anders wie in den bisherigen Jugendbüchern der Autorin, denn wir erleben die Geschichte aus den 4 Perspektiven. Das hat natürlich auch zu verstrickenden Handlungsstränge beigetragen. Und das Tolle ist, so lernen wir eben alle Charaktere sehr gut kennen und verstehen auch, warum sie sich eben so verhalten, wie sie sich verhalten. Und als dann schließlich alle Geheimnisse auf dem Tisch liegen, ja, erwartet uns einfach sehr, sehr viel Tiefe. Das Blöde ist, ich würde es so gern noch weiter ausführen, aber dann müsste ich euch einfach massiv spoilern und das will ich an dieser Stelle einfach nicht. Und toll, wie ich diesen Spoilergrund immer als allumfassende Ausrede benutzen kann, um euch nicht mehr über den Inhalt zu erzählen. Das Schöne an Adriana Popescus Jugendbüchern finde ich, ja, dass wir in jedem Jugendbuch gefühlt eine andere Seite der Autorin kennenlernen. Morgen irgendwo am Meer hat mich quasi nicht nur mit gut verstrickten Handlungssträngen überrascht, sondern auch mit der Tiefe, die ja hier gut herausgearbeitet wird oder ist, ja, als alle Geheimnisse auf dem Tisch liegen. Ich konnte das Buch kaum aus der Hand legen und hoffe, dass es noch bei vielen von euch im Bücherregal einziehen wird. Und ich bin natürlich sehr gespannt, falls ihr das Buch schon gelesen habt, wie es euch gefallen hat.
Buchlänge. Mich interessiert natürlich wieder, kennt ihr welche der vorgestellten Titel? Wenn ja, wie haben sie euch gefallen? Oder was habt ihr im April gelesen oder gehört? Und an dieser Stelle möchte ich auch noch eine kleine Umfrage bekannt geben. Und zwar interessiert mich, was soll ich euch als nächstes erzählen? Also worum soll es in der nächsten Podcast-Folge gehen? Ich hätte mal wieder Lust, über meinen Stapel ungelesener oder ungehörter Hörbücher zu reden. Einige von euch können sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich das Ganze nach Genre aufrolle. Oder ich starte noch ein weiteres Special meiner Bücherregaltour. Ja, wir sind immer noch bei den Büchern. Ich dachte eigentlich auch, dass ich schneller zu den Hörbüchern komme. Also lasst es mir doch gerne in den Kommentaren dafür, was ihr seid für einen neuen Subteil oder einen neuen Bücherregaltour-Teil. Genau, und an dieser Stelle beende ich jetzt diese Podcast-Folge. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören und ich hoffe, wir sehen, hören, schreiben uns bald wieder.